Herzlich willkommen bei Wissen vor 8. Man frühstückt eine kleine Unachtsamkeit und das Toastbrot landet auf dem Boden. Und zwar auf der Marmeladenseite. Jetzt könnte man denken, das ist Zufall. Doch wenn man es immer wieder probiert, merkt man, das Brot landet immer wieder auf der Marmeladenseite. Interessant wird es, wenn man sich das Ganze in Zeitlupe anschaut. Durch das Wegschieben über die Tischkante beginnt eine Drehbewegung und die setzt sich während des gesamten Falls fort. Nach etwa einer halben Umdrehung landet das Brot auf dem Fußboden, eben auf der Marmeladenseite. Könnte es länger fallen, würde es sich weiter drehen. Doch hier spielt die Norm eine Rolle, denn in Europa ist die Höhe eines Esstisches vorgegeben und die beträgt 75 cm. Und auch die Größe des Toasts ist genormt, nämlich 9 cm. Also bei diesen festen physikalischen Vorgaben ist es klar, dass das Brot immer ähnlich dreht und auf der Marmeladenseite landet. Aber es gibt mögliche Auswege. Zum Beispiel ein kleineres Brot, das dreht sich schneller. Beim Zwieback erkennt man das in der Zeitlupe. Er dreht schneller und er landet nicht auf der Marmeladenseite. Doch wenn Sie auf Ihr Toastbrot bestehen, gibt es noch eine andere Lösung. Einen höheren Tisch. Denn je größer die Fallhöhe, umso länger dreht sich der Toast und landet dann auf der trockenen Seite. Ab einer Höhe von etwa 1,20 Meter reicht die Drehbewegung aus. Ein Podcast von das Erste.de.